Die Sao Lorenzo Halbinsel liegt am östlichsten Teil von Madeira. Hier gleiten die vulkanischen Formationen und niedrigeren Landzungen ins Meer. Auf einer Wandertour geht es vom Parkplatz wechselnd aufwärts bis auf 128 Meter und abwärts wieder bis zum Meereslevel, insgesamt ca. 7 Kilometer hin und zurück. Die Wandertour ist anspruchsvoller als man meint. Gutes Schuhwerk, ja generell gute Wanderausrüstung ist strikt empfohlen. Man erlebt bei schönem Wetter malerische Buchten, farbenprächtige Cliffs und das blaue Meer zu beiden Seiten der Wanderstrecke. End- und Umkehrpunkt ist der Punto Sao Lorenzo.
Vogel.